Favorit in dieses Rennen gegangen ist, mit der schnellsten Zeit hier angetreten ist. Ende Mai, da ist er 21.02 in Jena gelaufen. Das war ein Einstand in diese 200-Meter-Saison. Und dann schauen wir jetzt eben auf die Bahnen 3 und 4, auf Roger Gursky oder Kevin Kranz. Die ersten 100 Meter sind durch und Kevin Kranz ist da noch vorne. Der ist da noch vorne vor Roger Gursky und das sieht sehr souverän aus. Roger Gursky kann da nicht hinterherkommen. Der kann nicht mithalten mit Kevin Kranz. Und deswegen gewinnt Kevin Kranz diesen 200-Meter-Titel nach den 100 Metern gestern. Und dann schauen wir auf die Zeit 20,92. Da sind wir doch bei einer Zeit unter 21 Sekunden. Kevin Kranz